Heutzutage kennt man tausend davon, aber dieser Wasserfall und dieser Wassergraben da unten, das war der Vorläufer, das war der urste Vorläufer zu Monsterfallen. Weißt du, was wir uns gleich mal angucken können? Mein erstes Let's Show von der Minecraft-Welt damals, von meiner Let's Show-Welt. Ich weiß nämlich gar nicht mehr, was ich da gemacht habe. Let's Show Minecraft 1, Minecraft Dinecraft. Mega originell, dieser Gronkh, dieser Vergangenheitsgronkh. Und guck mal, das alte Minecraft-Logo, guck mal, wie billig das noch aussah. Oh, check it out. Damals noch von Notch gemacht. Kennt ihr noch Notch? Das ist der Mann, der Milliardär geworden ist und dem das gar nicht gut bekommen ist und der sein Baby verkauft hat. Und ich glaube, bis heute darunter leidet. In seinem sehr, sehr großen, sehr, sehr einsamen Haus. Was mir einerseits leid tut, aber dann lese ich die Tweets und dann tut es mir nicht mehr so leid. Aber, weil ich gerade gefragt wurde, wenn ich nochmal ein Spiel hätte, wo ich gerne nochmal komplett neu reingehen würde, ohne zu wissen, was es ist und wie es ist, es wäre das alte Minecraft, wo man zum allerersten Mal meine allererste Erdbude, das war hier in der Let's Show-Welt, habe ich meine allererste Erdbude gebaut und die habe ich nie wiedergefunden. Das war die erste Nacht in Minecraft, ich wusste nicht, was passiert. Und dann kamen die Zombies und dann habe ich einfach nur, und ich glaube, das hat jeder gemacht in seiner allerersten Minecraft-Nacht, der es nicht kennt oder es nicht kannte oder Let's Plays vorher geguckt hat oder so. Man gräbt sich erstmal irgendwo in einen Berg, in so einen Erdberg und macht dann die Erde zu und wartet einfach, macht vielleicht ab und zu ein Fenster rein und wartet, bis die Nacht vorbei ist. Das ist die erste Nacht normalerweise in Minecraft. Und dann geht man raus. Und dann baut man sich vielleicht irgendwann eine größere Höhle in irgendeinem Erdberg, ja, oder man macht die Höhle vielleicht größer, keine Ahnung. Dann sammelt man irgendwie Stuff und dann, ja, wo war denn jetzt die Erdhöhle? Wo war denn die Erdhöhle? Huch, wo habe ich die denn hingebaut? Und dann läuft man immer weiter und du findest nie wieder, wo du zuerst gebaut hast. Und das ist mir auch in der Let's Show-Welt passiert, in Original dieser hier. Und dann habe ich irgendwann habe ich irgendwo anders angefangen zu bauen und, es ist ein sehr altes Minecraft, man hat noch ohne Konzept gebaut. Hauptsache irgendwie, ach nein, mach ich jetzt noch ein Dach da drüber und dann mach ich da, oh, dann mach ich Säulen da hin, oh, mach ich da hinten noch einen Raum hin und dann baust du dir noch eine Treppe in die Minen. Oh, die Minenwelt sah damals auch noch ganz anders. Ach ja, die war alles noch ganz, ganz anders. Genau, es gab auch noch keine Biome. Es gab, glaube ich, nur die eine Art von Bäume, die irgendwie so komisch aussah. Naja, wir gucken mal rein. Ja, Hallöchen, Popöchen, und wie gewünscht und mit unglaublicher Hallöchen, Resonanz Popöchen. Auf meine Frage, ob ich denn ein Minecraft-Let's Play machen soll, beschlossen, naja, hier jetzt eben das Minecraft-Let's Play. Hallo! Und zwar mache ich jetzt die ersten Folgen, mache ich jetzt ein Let's Zeig herum oder Let's Show oder wie auch immer man das nennen möchte. Und zeige euch mal, was ich bisher so in den letzten Wochen da so zurechtgebastelt habe. Hör mal, einfach vor 10, das ist, nee, 13 Jahre ist das her, so viel Energie, so viel Engagement, so freundlich einfach, nicht wie heute dieser verbitterte alte Mann. Videospiele, was hast du geschrieben? Das Spiel ist schuld, ich bin gut. Ja, damals so, ja, hallo, und auch noch mit schönen Kommentaren, schönes Minecraft, wo man nicht vorher Ahnung haben musste, man musste keine Wiki gelesen haben, man ist einfach reingegangen und Leute, war schön, Leute waren noch begeisterungsfähig und haben ihn sofort, du musst aber so und so machen. Ja, ich muss dazu sagen, ich spiele komplett ohne Level-Editor oder Map-Editor. Das heißt, ich mache alles händisch und ich baue gerne ab und ich baue gerne auf. Das ist so mein Hauptmetier, sage ich mal. Oh, und dann kann ich euch mal rumführen. Oh. Und heute, ja, ist mein Stick, weißt du? So früher so, oh, ja, das Metier, heute mein ganz gediegenes Letzte. Und heute so, ist einmal, die Kurve ist einfach komplett runter. Das Internet hat mich komplett verdorben die letzten 13 Jahre. Ich bin ein Schatten meiner selbst, meines intellektuellen Selbstes. In der bescheidenen Behausung, die ich mir da bis jetzt zurechtgebastelt habe. Die ist jetzt 13 Megabyte, süß. Zwar inzwischen schon ein bisschen größer geworden, aber nicht ganz so eindrucksvoll wie das, was man so überall auf YouTube und so sehen kann. Da sind wir schon. Es ist gerade Nacht und ich habe mich hier ganz geschickt positioniert. Oh, Minecraft Alpha. Oh. So sieht das Ganze aus der Ferne aus. Und man sieht, ich habe extra über die Wolken hinausgebaut. Und ich muss dazu sagen, das ist so süß unschuldig. Ich habe extra über die Wolken hinausgebaut. Weil ich wollte nämlich damals in der Showwelt, wollte ich aus Wolle, ja, das war der Shit damals. Es gab nämlich so viel Stuff in Minecraft. Und ich wollte aus Wolle, wollte ich nämlich so eine Wolken-Ding, so ein Highway machen. Ich weiß nicht mehr genau, wie ich das genannt habe. Skyway, glaube ich, oder so, keine Ahnung. Ich spiele auch mit einem Texturenpack, mit einem Texture-Pack. Das heißt, hier sieht alles ein bisschen mehr aus wie Nee, Wolkenpalazzo kam viel, viel später. Hier war Let's Showwelt, gab es keinen Wolkenpalazzo. Da gab es nur eine komische Bude, die skurril gewachsen ist. Und irgendwann habe ich eine Burg gebaut. Ich glaube, im späteren Let's Show. Und dann, guck. RPG-Maker, also wie bei diesen ganzen asiatischen Konsolen-RPGs.
und nicht mehr die Originalgrafik von Minecraft. Das heißt, es könnte jetzt ein bisschen anders aussehen, Video als sich voll das, merkwürdig was ihr an. Bei euch so seht, wenn ihr euch das runterladet. Und das nächste, was ich machen werde, ist mein HD-Texturenpack draufballern. Das ist aber leider gerade noch in der Entwicklung. Oh, hört, hört. Und dauert noch ein bisschen. So, ich laufe jetzt hier mal ein bisschen sinnlos her. Von der Honeyball, ne? Das war das Texturenpack von der Honeyball. Das habe ich geliebt einfach. Auch mit der Sonne, die immer dieses Gronkh-Smiley drin hat und so. Das war bis heute, finde ich, das schönste Texturenpack, das ich jemals hatte. Für Minecraft. Also so, weil es passt einfach. Genau, Minecraft. Das war einfach, das war schön, es war bunt, es war... Es hat Spaß gemacht, drin zu spielen, weil es hat sich so fröhlich angefühlt. Das war so schön einfach. Herum. Oh. So sieht das Ganze von außen aus. Ist jetzt nicht so mega eindrucksvoll. Ja, der Mineneingang, um Gottes Willen. Schwein, raus aus meinen Minen. Hier habe ich zwei verschiedene Minen. Wow, was du da alles hast. Also da geht es jetzt nicht so, da sieht man das nicht so. Hier sieht man das viel eindrucksvoller, wie tief es da nach unten geht. Ich habe mich da konsequent in die Erde reingebastelt, alles hier mit Treppen versehen und natürlich mit Gleisen. Und das war damals der Shit. Da gehen wir aber später hin, Naschwein. Jetzt erstmal zwei Koteletts eingesammelt. Im Vorbeigehen! Im Vorbeigehen das Schwein geschlachtet! Was ist denn da los? Vor 13 Jahren war noch ein bisschen anders, wa? Vor 13 Jahren einmal zwei Koteletts. Ja, das ist, ich glaube, ich weiß auch nicht genau, wie der Humor, ob der gut gealtert ist. Ich kann es einfach nicht sagen. Ja, ich sag jetzt schon mal hier Warnung für irgendwas, keine Ahnung. Das war eiskalt. Das war so nebenbei einfach mitgenommen. Das hat mich sehr erschüttert. Vorbeilaufen. Aber geil, wir haben Steaks. Ich muss dazu sagen, für die Leute, die das Spiel nicht kennen, die Grafik sieht jetzt natürlich nicht so ultra knaller aus. Also es ist jetzt nicht so, die Crysis Engine oder Unreal Tournament Engine oder sowas. Die Unreal Tournament Engine. So süß einfach, ne? Heute Unreal 5.1 kommt raus, weißt du? Unreal Engine 5.1, 5.2 inzwischen schon. Die Unreal Tournament Engine, die Crysis Engine. Ja, ja, ich bin ja Gronkh. Oh. Ich lebe irgendwo in den 1900er Jahren. Oh. Aber darauf wurde auch ganz bewusst verzichtet, weil man hier verzichtet, halt mehr die Betonung Wert auf auch. Ein Sandbox-Game legt. Das heißt, man kann hier wirklich die ganze Welt auseinandernehmen. Ich kann jetzt hier einfach mal... Aber schön erklärt, ne? Da ein Stück rausballern und hab ein Stück Erde eingesammelt. Ich kann aber auch ein Stück Erde wieder reinsetzen. Das heute weiß man Gras das. Zuwachsen auch. Heute weiß man das, aber schön erklärt. Das heißt, man kann hier wirklich alles abbauen. Wie schön du dieses Telespiel präsentierst. Für wahr, in der Tat. Die Bäume hier sind alle manuell eingepflanzt und gehegt und gepflegt, genau wie da unten. Liebevoll einfach. Die ganze Baumlandschaft, das war vorher alles karg. Da habe ich mal was versucht, ob dann mehr Mobs karg kommen, also mehr Schweine und Hühner und so, wenn ich da Bäume pflanze und alles ein bisschen grüner mache. Hat leider nicht so ganz funktioniert. Minecraft IGN-Trailer. Nee, ich weiß, was ich mache. Ich erkläre das Spiel gerade. Ich laufe nicht einfach nur im Kreis und dann ist das Video vorbei. Ich erkläre gerade, wie es funktioniert. Weil Minecraft damals einfach, war einfach nicht so publik. Man kannte es kaum, sag ich mal. Minecraft war sehr unbekannt. Und deswegen erkläre ich hier da, wie alles funktioniert, was für ein Spiel ist und so. So. Heute. Die bescheidene Behausung sieht auf den ersten Blick auch recht klein aus. Hier unten habe ich ein Lockfenster. Wow. Das heißt, wenn nachts Zombies und so angreifen, ich habe jetzt erstmal auf Peaceful gestellt, damit ich ja ein bisschen rumzeigen kann. Was? Aber normalerweise greifen nachts Zombies an und Creeper, die explodieren, wenn man sie berührt und so weiter und so fort. Fiese schwarze Spinnen, bogenschießende Skelette. Also ist wirklich alles wie in so einem asiatischen Rollenspiel, nur halt alles ohne Quests, sondern mehr darauf bedacht, dass... In einem asiatischen Rollenspiel? Aber nicht in einem westlichen Rollenspiel, nur in einem Ich habe damals meistens MMO-Reviews gemacht, ne, als Spiele. Also Alice Online und so, wisst ihr vielleicht. Also einige von euch wissen das vielleicht. Vielleicht deswegen? Warum denn ausgerechnet asiatische Rollenspiele? Vielleicht wegen der Darstellung der Skelette eventuell? Ich weiß es nicht genau. Dass man sich, ich sag mal, die Map untertan macht oder sich selbst hier einrichtet und sein kleines Leben führt. Naja, dazu muss ich ganz kurz sagen, Moment. Das Haus sieht echt aus. Das zeige ich direkt vorab, weil ich da ein bisschen stolz drauf bin. Ich habe hier oben so ein paar Wasserfälle angebracht und lasse das Ganze hier unten reinlaufen. Und wenn ich dann abends daheim bin... Heutzutage kennt man tausend davon, aber dieser Wasserfall und dieser Wassergraben da unten, das war
der Vorläufer, das war der urste Vorläufer zu Monsterfallen, die wir dann später ausprobiert haben mit Kaktusfallen und so weiter. Das war quasi der allererste Entwurf von jemals, wo irgendwie Monster reingehen, damit die nichts machen können. Genau, das war eine Mobfalle im Grunde genommen. Das war der Vorlauf zu allem, was danach kam. Das war die Urversion. Und nichts Gutes im Fernsehen läuft, dann stehe ich manchmal hier am Fenster und gucke wie so ein alter Sack nach draußen und schimpfe über die Jugend und dass die aufhören sollen, bei den Mülltonnen Fußball zu spielen. Und dann kommen die ganzen Zombies und das so angewandt und manchmal auch Schweine und sonst was. Das und ist daraus geworden. Da unten ins Wasser. Jetzt passiert aber Folgendes. Das heute bin ich der Großvater. Wassergraben, sondern ja. Das Ganze. Moment, da mach ach, das war schon ausgebaut hier bei der Aufnahme. Das Ganze geht dann hier über in eine kleine Falle. Die werden dann hier von der Strömung nach unten gezogen. Kommt das hat auch schon nicht gebaut. Mehr raus, weil da unten nur du ein Tausendsasser ist und verrecken. Es fing mit dem Graben an. Dann elendig im Wasser. Das heißt, die ertrinken dann einfach, ohne dass ich gegen die kämpfen muss oder sonst was machen muss. Und dann durch die Strömung wird das Ganze, was die fallen lassen oder was sie droppen, wird dann hier reingetrieben und ich. Es fehlt aber noch der Mittelstrahl, der es nach vorne bringt. Der es zu dir nach vorne bringt. Der fehlt noch. Aber andere Zeit. Ich muss dann hier einfach ab und zu mal langlatschen und sammle mir hier Schießpulver ein oder Federn. Die oder allererste Monsterfalle. Oder was auch immer die so fallen lassen. Je nachdem. Mit ein bisschen Glück kann ich das demnächst nochmal demonstrieren. Ja, mach mal bitte. Hühner sind leider zu klein, die kommen hier einfach mal durchgeflutscht. Bei denen funktioniert das Ganze nicht. Nee, die Mobs konnten nicht schwimmen, genau, die sind da im Wasser ersoffen. Funktioniert, egal. Bevor man dann die Lavafallen gemacht hat. Oh. Hier ein kleiner Schacht, da gehen wir später rein. Das zeige ich euch dann mal, wohin das führt. Das weiß ich gar nicht mehr. Das und ist so hier kommen her. Wir zu einer angelegten Holzhütte. Die habe ich noch nicht ganz ausgebaut. Was ist mit das alles? Mit einem kleinen Kamin. Leider funktioniert die Feueranimation. Der Kamin ist zu hoch. Pack. Das muss ich nochmal irgendwie fixen. Ein kleiner Kamin mit Pseudobärenfell zum Rumliegen. Aber wie gesagt, ist noch nicht alles sehr Erddecke. Ausgebaut. Oh, die Erddecke. Oh, die Decke so aus Erde. Kleiner Jagdhüttenanbau. Weil sich hier immer viele Zombies rumtreiben und so. Ah. Kann man die ja super bekämpfen. Aber diese alten Sounds, ne? Der Wasserfall ist auch künstlich angelegt. Der kommt da oben von meinem Wolkendomizil. Da können wir gleich mal hinhüppen. Wie gesagt, ich mache jetzt die ersten ein, zwei Episoden nur so ein Let's Show. Das ist ja so, wenn man Minecraft-Videos bei YouTube reinstellt, dann ist das eigentlich mehr so, als hätte man was Tolles mit Lego gebaut und will das seinen Freunden zeigen. So, guck mal, das habe ich gemacht. So, die zweite Etage. Auch hässlich. Ist nichts Spektakuläres. Nee, hässlich. Da hat man nochmal die Aussicht draußen aufs Feld. Da möchte ich gerne später noch was anbauen, so Getreide und sowas. Muss aber gucken, dass mir die Tiere da keinen Strich durch die Rechnung machen. Und ich brauche ein Bewässerungssystem. Hier war meine ganz bescheidenen ersten Anfänge. Meine erste Kiste ist... Redstone gab es damals noch gar nicht, ne? Oh Gott, was ist denn hier drin? Lehm, okay. Ich erkenne... Vieles davon erkenne ich einfach gar nicht mehr. Wegen dem Texturenpack. Aber Redstone gab es damals, glaube ich, noch gar nicht, ne? Das hier. Hungerbalken gab es auch nicht. Es gab nicht mal Betten, glaube ich. Das ist die Kiste mit den Baumaterialien. Ich glaube, hier gibt es noch nicht mal Betten in der Version. Da kann ich inzwischen die Dinger nochmal reinmachen, weil ich habe gestern noch einen Dungeon gefunden. Mhm. Also einen Dungeon-Raum mit Monster-Spawner und so. Die sind neu seit dem letzten Update. Oh, das ist süß. Oh, das ist so süß. Hier zum Craften und hier noch die weitere Kiste mit anderen Rohmaterialien. Ich habe vergessen. Verdammt. Ach doch. Ich war nämlich gestern in der Mine und habe vergessen, den ganzen Klumpatsch hochzuholen, weil mir das Eisen ausgegangen ist. Warte mal, okay, wenn es Redstone gab, aber gab es denn... Aber mit Redstone wurde noch nicht gearbeitet, oder? Oder doch? Ich weiß das gar nicht mehr. Weil ich gerade immens viel für Gleise brauche, was ich euch gleich auch nochmal zeigen werde. Hier sind meine Utensilien, da sind noch alte Eisenschwerter. Inzwischen bin ich auf Diamanten umgestiegen, aber ich brauche die ja nicht so oft. Hier sind noch 4 Sattel. Die kriegt man auch nur in den besagten Dungeons. Das ist ein Special-Item, das kann man nicht herstellen. Und mit diesen Satteln kann man die Schweine reiten. Ja, Schweine reiten. Ich habe es noch nie gemacht. Aber, der geilste damals, Schweine reiten. Und soweit ich gelesen habe, war das eine kleine Anspielung, ein Easter Egg für Invader Zim. Wer die Zeichentrickserie kennt, die absolut abgefahren ist, total geil, wurde dann aber verboten, weil das die Kinder verstört hat auf Comedy Central, die das gesehen haben. Und da mussten sie die Serie absetzen. Ich persönlich fand es immer geil. Ja, immer noch. Ja, so, hier haben wir noch ein paar Eimer. Die hatte ich vorher gebraucht, um Lava umzuschiffen, als ich künstlich Obsidianfelder angebaut habe. Oder Obsidianfelder. Hier habe ich noch so ein paar übrig. Das ist das härteste Material, was es gibt. Und selbst mit einer Diamantenspitzhacke braucht man ewig, bis man das abgebaut hat. Aber dafür, wenn man sich daraus ein Haus baut, dann ist das zwar recht schwarz, aber
relativ sicher, auch vor Zombies und explodierenden Viechern. So, was haben wir hier? Vor allem vor Zombies, die halt die Wände einfach nicht angreifen. Okay. 28 Leder, daraus kann man sich Rüstung machen, die ist nicht besonders effektiv, aber für den Anfang reicht's. Mhm. Dann habe ich hier noch 5 Eier rumfliegen. Spannend. 15 Gleisabschnitte, geil. 6 Zäune, toll. 3 hölzerne Treppenstufen, Spitze. 6 hölzerne Schalter. Super. 9 Leitern, Pipapo. Impressive. Also man kann hier eine wirklich eine ganze Menge herstellen und craften und benutzen und machen. Oh. Und seit dem letzten Update schließt das auch elektrische Schaltkreise mit ein. Ach, siehst. Das heißt, man kann hier mit Hebeln und automatisch verschließenden Türen und Minenkarren und so, kann man inzwischen noch eine ganze Menge mehr machen. Ich muss aber zugeben, ich habe mich damit noch nicht so ganz beschäftigt. Das werde ich aber später auf jeden Fall noch nachholen. Sicher wirst du das. So, doch, hier wird bin er. Ich gerade auf der kleinen Aussichtsplattform. Oh, wie schön. Die führt dann hier einmal durch die buschigen Bäume. Ich pflanze übrigens gerne Bäume, ich weiß gar nicht warum. Und die zeigt hier nochmal aufs Tal. Da habe ich morgens immer meine Ansprachen gehalten. Und was ihr gar nicht wisst. Du hast freigesprochen gute Bilder genutzt. Viele Meter über einer neuen unterirdischen U-Bahn-Halle, die ich momentan am Ausheben bin. Da habe ich tagelang dran geschuftet wie ein Irrer. Statt mit dem Level-Editor, wie gesagt, mache ich alles per Hand. Mhm, und da hinten sieht man noch diese Blöcke, da habe ich mir überirdisch markiert, wie die Strecke zum Meer verläuft, damit ich auch genau weiß, wo der Gleisabschnitt endet. Und hier, wo diese Fackeln sind in der Entfernung, ich weiß nicht, ob man das bei YouTube dann sieht, da habe ich mich nach unten gegraben, um mich am Wegpunkt zu orientieren, um dann genau anzuschließen hier unten bei der Bahnhofshalle, die unter dem See liegt. Er ist so schlau, ne? Das sieht man von hier oben tatsächlich nicht, aber den See wird man von unten sehen. Naja, zeige ich euch später noch. Sicher. So, dann gehen wir durch die Bäume mal wieder zurück. So ein bisschen Robin Hood-Feeling hier, Baumhäuser. Ja, richtig, für mich auch richtig wie Robin Hood, ja. Da habe ich bis jetzt schon angefangen. Und zwar will ich dafür Riesenbäume haben, wie man hier oben vielleicht schon sieht. Da habe ich mir einen Riesenbaum gezüchtet. Da gibt es einen Trick, wie man das macht. Ach so, wie man das machen kann. So, hier übrigens mit Druckplatte, das habe ich auch erst kürzlich angefangen, so eine automatischen Türöffner und sowas einzubauen. Da gibt es ganz viele geckige Sachen. So, hier mein kleiner Strand, mein kleiner Wolkenstrand. Der ist künstlich angelegt mit einem Wasserfall, der von oben kommt. Da gehen wir auch gleich noch was hin. Was hast du da gebaut, aber Kong? Vorher gucken wir was hast mal du da ganz gebaut? Das ist alles. Hier. Das sieht aus wie Patchwork. Das sieht einfach aus wie ein komplettes Patchwork-Haus. So, hat jemand angefangen und wusste nicht, was er bauen will und dann einfach irgendwie weitergemacht. Und dann, ja, dann baue ich noch 2. Etage drauf. Na, warum keine 3. Und dann da hinten mache ich noch hier. Und da ist einfach alles komplett Patchwork. Moment, ins so komplett planlos. Hinein. Das ist irgendwie und süß, hier kann man aber schon sehen, irgendwie, wie man sich künstlich hohe Bäume anlegt. Man packt einfach da, wo die Bäume aufhören, Erde hin und pflanzt oben noch einen weiteren Baum an. Das war damals noch nicht so verbreitet, das kannte keiner. Und hier ist jetzt ein Baum ohne Grünzeug entstanden. Lurch, Mussi, dankeschön, vielen Dank. Hö, habe ich noch nie gesehen. Also hier ist ein Baum gewachsen, aber der hat kein Grünzeug oben. Achso, warte. Da mache ich jetzt mal Folgendes. Ich habe leider keine Axt dabei, da machen wir das eben mal ganz kurz per Handverkloppung. Wie gesagt, man kann alles abbauen und weghauen. Huch. Dann haue ich den Baum nochmal weg. Uah, es ist ganz schön hoch hier und ich möchte gerne die Baumhäuser richtig hoch über den Wolken machen. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich das hier so sehe, dass wir hier die höchste Bauhöhe erreicht haben über den Wolken. Weil da wächst ja offensichtlich auch kein Baum mehr. Das ist ja blöd. Das heißt, wir sind so hoch, wie man nur sein kann im Spiel. Habe ich noch Grünzeug dabei? Gott, nee, Gott. Das muss ich nochmal neu anpflanzen. Oh Gott. Live-Commentary. Hier ist gebaut, wie man nur sein kann im Spiel. Und dann sieht das Ganze so aus, dass da hinten ist leider nicht überall Meer, sondern das ist dieser Fog of War. Wie heißt denn der? Der Nebel des Krieges. Also so, dass man halt nicht weit gucken kann. Naja, das hätte ich gerne noch anders. Da ja, die Sichtweite damals war noch nicht da so. Da konnte man da manuell die Sichtweite noch ausweiten. Das hätte ich gerne gezeigt und gemacht. Aber es geht leider nicht. Weil inzwischen wieder ein Update gefahren wurde und seitdem kann man es leider nicht mehr manuell editieren. Okay, tolle Treppe. Naja, so, hier sind wir in der untersten Etage vom Wolkenhaus. Aha, da kommt Wolkenhaus, der Wasserfall her. Das hier ist mehr so die grüne Ebene. Leider sind jetzt gerade keine Wolken da, sonst könnte ich mal zeigen, wie das aussieht, wenn man hier mitten durch die Wolken latscht. Das ist alles so. Moment. Das ist alles so, das ist so süß hier einfach. Ist die Steinebene oder Holzstein, was weiß ich. Hier sind auch 2 riesige Bäume, die von unten hochkommen und ein bisschen Aussichtsplattform. Ich könnte theoretisch mit dem Wasserfall auch als Fahrstuhl nach unten oder oben fahren. Ja, klar. Aber das ist mir persönlich ein bisschen zu riskant, seitdem ich da einmal krepiert bin.
Wie kann man denn? So, zu der Seite sieht es dann so aus. Es ist lange her, okay? Oh, es ist das alte Minecraft. Oben, ich weiß nicht genau, wie ich da krepiert bin. Heutzutage wird es einfacher gehen wahrscheinlich. Eigentlich war das hier die oberste Etage, die war komplett weiß mit Baumwolle erstellt. Aber dann habe ich rausgefunden, dass und wie man Glas machen kann. Und dann dachte ich mir, naja, da machst du halt noch eine Etage drauf. Und so ist die Glasetage entstanden mit einem kleinen künstlichen Flüsschen. Mit dem Texture Pack wirkt das aber nicht so gut. Der noch nicht gut, ganz ne? zu meiner Zufriedenheit verläuft, weil die Strömung sollte eigentlich genau nur hier runterlaufen. Aber was ist das überhaupt? Weil ich eigentlich mal mit dem Boot. Das ist wunderschön. Ich weiß nicht mal, was das ist. Richtig Amok zu fahren. Also hier ein Boot reinpflanzen, dann richtig Geronimo hier runter zu pesen und mal gucken, was passiert. Ja, dann mach doch mal Geronimo runter pesen. Wahrscheinlich wird es einen kleinen Klatsch geben und dann war es das. Aber nein, du kannst im Wasser springen. Hauptsache Spaß, weißt du. Der hört sich an wie ich. Hier ist die andere Aussicht. Ja. Ganz famos. Der hört sich doch nicht an wie ich. Das ganz ist famos. Wolkenhaus. Ich wollte hier so eine gläserne Brücken machen in alle Windrichtungen und dann da auch Gleise verlegen. Oh, schön. Aber jetzt habe ich angefangen mit dem unterirdischen Bahnhof. Ist irgendwie schön. Ich weiß, ist irgendwie schön. Ist irgendwie schön. Ja. Da kommen wir jetzt mal zu, da gehe ich jetzt mal hin. Mhm. Es gibt leider keine Rennfunktion, nur eine Langsamgehen-Funktion, die beim Bauen an Abgründen extrem hilfreich ist. Es gab noch keine Rennfunktion damals. Immer Wolken, überall Wolken, nur jetzt nicht mehr, verdammt. Mhm. Und es wird langsam Nacht. Das hier ist übrigens noch ziemlich von Anfang, da hängen so viele Fackeln dran rum, das hat aber auch seinen Sinn, weil ich mich am Anfang immer verlaufen habe. Na sowas. Oder auch jetzt noch, wenn ich Erkundungstouren mache. Verstehe ich gut. Und dann sieht man die Fackeln halt weit, weit ins Land hinein, dass man sieht man die dann scheinen und dann finde ich auch wieder zurück, weil so alleine ist das immer ein bisschen schwierig. Hatte zwischendurch noch irgendwo einen Kompass, aber ich weiß gar nicht mal, wo der rumfliegt, aber egal. So, jetzt sind wir wieder hier unten bei der Wasserfalle. Ich guck mal kurz, ob wir irgendwas gefangen haben. Ich glaube eher nicht. Nachts, aber es wird doch gerade nachts. Nein. Ich will sehen, wie die Monsterfalle funktioniert. Damals, wie die heute nicht mehr funktionieren wird. Huch, wo ist denn Folge 2? Oof.